Wir befinden uns in einem steirischen Dorf im Gemeindesaal. In dem Gemeindesaal wird sonst Sport gemacht, Nähkurs, Lesezirkel. Diesmal ist Kirchweih, ein großes Fest. Alle freuen sich aufs Tanzen. Nur nicht Marie. Die soll nämlich den Wenzel heiraten, den Sohn vom reichen Bauern. Das will sie aber nicht, weil sie in Hans verliebt ist. Hans wiederum weiß keiner, woher der kommt, wer er ist. Er trägt eine Zimmermannskluft. Er war lange unterwegs, er war Soldat. Es gibt den Polizisten, den Heiratsvermittler. Bei uns ist es ein Polizist, weil der hat seine Nase überall drin und ist im Import-Export tätig, also trifft er alle im Dorf. Ich kenne Mädchen, die Advokaten, Advokaten. Jeder kennt ein Mädchen, die Advokaten, Advokaten. Und ein Häuschen, kriegt sie von den Haaren. Der versucht, die Hochzeit stattfinden zu lassen zwischen Wenzel und Marie. Die Eltern verschachern die Tochter, beide Eltern vom Wenzel, die versuchen den Sohn zu verkaufen, die Eltern von Marie versuchen die Tochter zu verkaufen, weil alle brauchen Geld, alle wollen sich besser stellen. Hans verkauft seine Marie, weil er nicht in der Lage ist, zu kommunizieren. Das ist etwas ganz Modernes, das kennen alle Frauen mit ihren Männern. Also da gibt es einiges, was sehr lustig ist und sehr heutig. Es ist ein Verrat, ja, aber das macht es ja gerade so komisch. Weil in Opern, wo gar nichts passiert, also auch keine Probleme, gibt es auch nichts zu lachen. Das schönste Duett haben nicht Marie und Hans. Also das schönste Liebesdreieck, denkt man sich ja, hat das Liebespaar. Ich habe dann überlegt, habe ich mit meinem Mann das schönste Duett gehabt in meinem Leben? Auch nicht unbedingt, vielleicht mit der Jugendliebe. Das schönste Duett haben Marie und Wenzel. Und man kann sich fragen, hätten die nicht doch viel besser zusammengepasst? Also Zirkus ist für mich ja das Schönste, weil für mich ist Zirkus wir, das Theater, die Sehnsucht, die Fantasie, alles, was eben nicht in der engen Dorfgemeinschaft passiert, ein Ausweg aus dem Alltag. Und bei uns, das ist eben das Schönste, spielt diesen Zirkus der gesammelte Chor. Es gibt eben keine befugten Akrobaten, sondern der ganze Chor zeigt, was er kann. Abgesehen vom Zirkus ist Highlight alles, was der Chor macht. Das ist wirklich eine Choroper. Sie tanzen, sie singen, sie machen eben eine Miss- und Misterwahl. Und was auch
finde ich, ein Highlight ist, ist, dass es eben nicht nur eine komische Oper ist, sondern manchmal ist sie tief traurig und dann steigt sie wieder hoch und wieder runter. Ganz toll gebaut. Dramaturgisch, aber auch musikalisch. Also ich finde es echt spannend.